Hä, was? Er kann si- Der Hammerbro kann sich auch teleportieren. Ist ja was. Das ist ja was. Warte, ich will da auch nach oben. So. Oh, das ist richtig rutschig. Er liegt auch daran, dass ich dieses verdammte Item genommen habe. Und vielleicht war das auch ein Fehler. Huhu! Hallo alle zusammen und willkommen zurück zum Plattform Creator Plus A. Ja, wir haben so schön mit dem blauen Toad angefangen. Was liegt also nahe, als mit einem weiteren Toad weiterzumachen? Das heißt, wir werden einfach nur die Farbe wechseln. Da freut sich der gelbe Toad sehr drauf, der Super Saiyajin Toad. Und ja, wir wollen jetzt erstmal weitermachen, aber wie wollen wir überhaupt weitermachen? Das ist halt die Frage. Neues haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich muss mal gucken, ob ich den Rang irgendwie... Okay, ich brauche jetzt noch ein paar Punkte für den Rang, alles klar. Das heißt, wir machen weiter mit dem Online-Modus. Was ich aber jetzt... die Frage ist, was habe ich jetzt noch nicht gemacht? Will ich mir jetzt die Level mit den meisten Toten anschauen? Aber ich sehe, hier ist das eine oder andere neue Level bei, kann das sein? Habe ich das schon gespielt? Hallo? Achso, das muss gleich weg. Okay. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gespielt. Da ist Kirby mit dabei, aber den Kirby, den werden wir auf jeden Fall auch nochmal spielen. Definitiv. Aber noch nicht jetzt. Wir werden erstmal mit den... Ich wollte gerade roten Toad sagen, meine, den gelben Toad. Und ich wollte noch was machen, aber ich habe es jetzt vergessen, aber das machen wir gleich nochmal. Wir spielen erstmal dieses Level, das hatte dir, glaube ich, eine Clearrate von ungefähr irgendwas mit 20% oder so. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ne? Aber es wurde auf jeden Fall nicht so gut bewertet. Ich bin mal gespannt, wie dieses Level ist. Ganz, ganz blind, ganz, ganz spontan. Es ist immer am besten. Und Bedingung, reach the goal flag. Alles klar. Da bin ich mal gespannt. Oh Gott, ist das schnell. Muss ich die... Ah nee, ich muss die blauen Coins nicht sammeln. Warum sind aber hier blaue Coins? Ach, weil die mehr, glaube ich, zählen, ne? Oh nein, nicht wieder dieser folgende Cooper. Ah, wie gut hießen. Hä, was? Er kann... Der Hammerbro kann sich auch teleportieren. Ist ja was. Das ist ja was. Ich will da auch nach oben. So. Oh, das ist richtig rutschig. Er liegt auch daran, dass ich dieses verdammte Item genommen habe. Und vielleicht war das auch ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber vielleicht brauche ich das. Das ist halt die Frage. Ich weiß es noch gar nicht. Und tatsächlich, ich wurde ja schon von... Achso, das ist ein Double Jump. Ich kann Double... Ach, jetzt bin ich... Ich bin nicht nur schneller, ich kann sogar einen Double Jump ausführen. Ist ja Hammer. Okay. Boah. Bedeutet, ich muss automatisch jetzt aufpassen, was ich jetzt mache, wie ich es mache. Boah. Ich hätte das Herz da lassen müssen. Was? Was ist das denn für ein Gegner? Es gibt Gegner, die gibt es nicht. Aber es ergibt auf jeden Fall alles einen Sinn. Ich bin durch das Item etwas schneller unterwegs. Aber jetzt macht sich's ausgezahlt. Ja. Wir mussten es sammeln. Wir mussten es sammeln, liebe Freunde. Anders ging's nicht. Und hier haben wir Wasser. Ergibt zwar keinen Sinn von der Struktur her. Und tatsächlich, wir mussten auch den An- und Ausschalter betätigen. Okay, zweiter Anlauf. Ein Tod. Good job. Ja, hätte besser sein können. Aber hey, ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, ja genau. Hauptsache. Spitzle. Und auf Platz 1 ist jemand namens Fuck You. Fuck You. Fuck You. Jetzt begreife ich das. Ihr wahrscheinlich auch. Fuck You. Ne? Ich will es jetzt nicht schnell aussprechen, weil, ne, ihr wisst warum. Ihr wisst warum. Ihr seid schlau. Ich weiß es. Ich glaube an euch.
So, was hatten wir jetzt noch nicht? Hatten wir das schon? Ich glaube nicht, ne? Machen wir das auch nochmal. Aber da kommen jetzt neue Level dazu, habe ich das Gefühl. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Oh, ein Wasserlevel. Wow. Das hatten wir noch gar nicht, oder? Also ein komplettes, reines Wasserlevel. Ja, wir hatten Wasser, aber nicht reines Wasserlevel. Ah, das ist schön. Oh, Blooper. Gibt's hier auch? Die gab's ja im Original Super Mario World nicht. Deswegen sehen die irgendwie so lustig aus. In den Stil. Ach du meine Güte. Also ich würde nicht nein zum Power-Up sagen. Nein, ich habe keinen Bock. Nein, 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 nein. Aber die sind ein bisschen schneller unterwegs als im Original. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist ja so schnell. Das ist ja eigentlich ein anderes Spiel. Es ist ja nicht Mario, es ist ja der Plattform-Creator und da sind die Mechaniken so ein bisschen anders. Deswegen steuern sich auch die ganzen Figuren etwas anders. Ist von daher auch kein Wunder. So, okay. Ja. Okay. Ich wollte eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Bewerten schon anfangen wollte, aber. Das hatte ich, glaube ich, schon. Eine Clear Rate von 0. Und wurde auch noch gut bewertet. Nein, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich will das nicht machen. Hatten wir das schon? Ich kann mich nicht erinnern. Ich nehme das mal. Falls ja, dann sagt mir Bescheid, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir alle Coins sammeln. Das ist ja interessant. Ja, wir haben jetzt auch hier den Wandsprung. Sehr gut. Hier wirklich, wie auch schon Saas Lall gesagt hat, das wurde wirklich von Mario Quadrojugadores übernommen. Kann ich hier rein oder soll ich da rein? So, was habe ich falsch gemacht? Ja, ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Kann ich jetzt nochmal? Ja, ich kann nochmal. Alles klar. So, was? Ich wollte das gar nicht mitnehmen. Ja, cool. Ist aber auf der anderen Seite cool, dass ich das mitgenommen habe. Die Frage ist, ob ich das brauche. Das ist eine andere Frage. Nein. So, warte. Ah. Okay. So. Das heißt, wir müssen erstmal da rein. Okay. Ganz wichtig. Da muss man rein. Da muss man rein. Da muss man rein. So. Und ich sehe gerade, das Retry hatte. Ach Gott. Nein! Das Retry hatte. Verdammt. Das Retry hatte zur Folge, dass ich automatisch ein Leben verloren habe. Wird zwar jetzt dann nicht so direkt gezeigt, dass ich sterbe, aber es wird einfach als tot angerechnet. Also, nur damit du Bescheid wirst, falls ihr Retry wählt, dann verliert ihr ein Leben. Wobei, ein Leben verliert ihr nicht. Ihr werdet quasi, ihr bekommt halt quasi einen Tod in euer Todeskonto hinzugerechnet. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Tod und Todeskonto. Habt ihr auch ein Todeskonto? Okay. So. It was just luck. Nein, das war absoluter Skill. Zumindest im dritten Anlauf. Ja. So, okay. Okay, ich habe hier eine Sache vergessen. Die wollte ich auf jeden Fall machen. Und zwar ist mir entgangen, dass ich vergessen habe, einen bestimmten Char, glaube ich, runterzuladen. Und ich sehe gerade, ich kann meinen Rang erhöhen. Geht das? Nein. Warum wurde das gerade gelb? Hä? Verstehe ich nicht. Egal, okay. Das wollte ich aber nicht machen. Ich wollte was ganz anderes machen. Und zwar in den Chars gibt es einen Char, und zwar Toadette. Habe ich nämlich vergessen, runterzuladen. Ist mir leider entgangen. Sorry dafür. Und ich würde ja auch schon fast vorschlagen, dass wir die beim nächsten Mal spielen. Also wähle ich sie mal kurz an. Ah, jetzt weiß ich, warum das gelb gekennzeichnet war. Ich verstehe es jetzt. Was?
Also etwas läuft hier nicht richtig. Also ich wähle Toadette an und sie hat eine Männerstimme. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte dazu nichts sagen. Leute, das war's jetzt erstmal von Plattform Creator. Wir machen mit Toadette oder Taudino weiter. Ich bin mir da nicht sicher. Wir machen auf jeden Fall mit, optisch gesehen, mit Toadette weiter und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Und falls euch dieser Part gefallen hat, dann hinterlasst den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keinen weiteren Part von Plattform Creator verpasst. Ich sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye.